Hallo, im heutigen Video geht es um das lästige Unkraut in den Pflastersteinen. Ich zeige euch heute eine Methode, wie ihr das Unkraut und natürlich das Moos aus eurem Pflasterstein einfach und bequem entfernen könnt. Also, seid gespannt und bleibt dabei. So, alles was ihr dazu braucht, ist ganz normalen Weinbrandessig oder einen anderen Essig, dann ein bisschen eine Prise Salz, Spülmittel, irgendeins natürlich, und eine kleine Sprühflasche. Ihr könnt natürlich auch viel mehr anmischen in der Gießkanne, wenn ihr viel größere Flächen habt. Und zum Einfüllen natürlich hier so einen kleinen Trichter. Was machen wir jetzt? Jetzt füllen wir als erstes vom Verhältnis zur Hälfte mit Essig voll. Ja, jetzt füllen wir die Flasche mit Essig. So zur Hälfte voll. Hier habe ich Salz, wirklich gar nicht zu viel, das ist viel zu viel Salz, eine kleine Prise Salz rein. So, reicht die Hälfte. Und einen Schuss Spülmittel, auch wirklich nicht zu viel. So, und den Rest füllen wir mit Wasser. Nicht so stark das Wasser aufdrehen, weil es schäumt ein bisschen durch das Spülmittel. So, jetzt verschließen wir die Flasche. Und schütteln es ein bisschen durch, dass das Salz auch sich auflöst. Ja, und mit dem Mittel gehen wir jetzt raus und das sprühen wir jetzt auf unsere Pflastersteine. Ich habe es ja schon erwähnt, wenn ihr größere Flächen habt, dann könnt ihr das Gleiche auch in eine Gießkanne füllen und einfach schön drüber gießen über eure ganzen Pflastersteine. Es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten und Tipps und Tricks wie Unkraut. Ich habe schon gelesen, mit Cola, Backpulver habe ich ausprobiert, mit Waschsoda, hat alles meiner Meinung nach nicht den gezielten Effekt gebracht. Darum ist mein Tipp mit Essig, Salz, Spülmittel und Wasser. Und das sprühen wir jetzt hier auf. Achtet bitte, wenn ihr das auf eure Steine bei angrenzenden Rasenflächen und Pflanzen, damit ihr da nicht zu viel drauf spürt. Und jetzt ist einfach mal richtig großzügig besprühen. Überall, wo ihr Unkraut habt und Moos ist, einfach mal besprühen. Ja, ich besprühe das Ganze jetzt wird komplett fertig und in 2 bis 3 Tagen schauen wir uns das Ergebnis an, ob das auch den gewünschten Effekt erzielt hat. Also, seid gespannt bis in 3 Tagen. Ja, jetzt sind 2 Tage, also nicht ganz 2 Tage vergangen und jetzt würde ich euch gerne mal das Ergebnis zeigen, was unser Unkrautvernichtungsmittel mit dem Essig alles bewirkt hat und wie das Ergebnis ausschaut. Ja, man sieht schon, dass die meisten Stellen wirklich hier innerhalb von 1,5 bis 2 Tagen komplett vergilbt oder schon abgestorben sind. Und man kann das jetzt auch wirklich ganz einfach mit der Hand auch rausziehen, weil es wirklich bis zu den Wurzeln runtergeht. Also ob das Gras. Also ihr seht, ich brauche nicht einmal irgendein Gerät, ich kann das ganz einfach richtig schön rauszupfen. Und natürlich auch hier, genauso funktioniert es auch beim Moos. Ihr seht schon mal, es löst sich schon alles. Das kann ich sogar, wenn ich hier mit dem Finger ein bisschen mache, kann ich das schon wegmachen. Also es ist wirklich abgestorben. Ihr könnt euch natürlich auch irgendwelche Gerätschaften nehmen, Tapetenmesser und könnt ganz einfach hier so. Und ihr seht, wie einfach sich das vertrocknet, komplett ablöst, das Moos.
Also es ist wirklich komplett abgestorben und somit könnt ihr ganz einfach eure Rillen bei euren Pflastersteinen, nachdem ihr das besprüht habt, wartet ihr 2-3 Tage und dann könnt ihr das ganz einfach wegmachen und schon habt ihr dann wieder schöne Pflastersteine, wo kein Unkraut mehr wächst. Wie gesagt, achtet bitte nur, wenn ihr in der Nähe vom Rasen irgendwo seid oder von Blumen, dass ihr da nichts besprüht. Ja, es gibt natürlich auch viele andere Hausmittel. Was ich schon mal getestet habe, ist mit Backpulver oder zum Beispiel auch mit Waschsoda. Ich persönlich fand das Ergebnis nicht so gut. Also ich habe da 2-3 Tage gewartet, dann habe ich noch 2-3 Mal besprüht und das Ergebnis war nicht so gut wie das jetzige innerhalb von 2 Tagen mit dem Essig. Wenn ihr natürlich andere Hausmittel habt oder kennt oder auf was ihr schwört, würde ich mich natürlich echt freuen, wenn ihr in den Kommentaren das hinschreibt, weil dadurch mache ich dann wieder vielleicht ein Video und zeige es auch der restlichen Community, dass wir natürlich da alle wieder vom Wissen der anderen profitieren. Ja, ihr habt gesehen, wie einfach das mit den Fingern wirklich rauszuziehen ist. Aber natürlich empfehle ich euch lieber irgendwelche Gerätschaften nutzen, nicht, dass ihr eure Nägel abbrechen oder ihr euch wehtut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, wie immer würde ich mich über einen Daumen freuen. Natürlich auch über ein Abonnieren des Kanals, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und empfehlt meinen Kanal weiter, weil nur durch euer Support und eure Hilfe kann ich natürlich weiter solche Videos machen. Und ich würde mich natürlich freuen über jeden neuen Abonnenten. Also, liebe Rasen-Gartenfreunde, macht's gut, euer Grün ist schön.